Heute begeben wir uns hier in Wiedmarschen auf die ganz frühen Spuren der Industrialisierung unserer Grafschaft. Ihr wisst ja alle, dass Anfang des 19. Jahrhunderts die Textilindustrie in der Grafschaft Fuß gefasst hat. Aber in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann in der Grafschaft auch die Suche nach Bodenschätzen. Wir hatten in einer früheren Folge schon mal berichtet über die Suche nach Kohle im Sieringhoog in einem Bergwerk. Und heute hier in der Niedergrafschaft begeben wir uns auf die Spuren der Eisenverhüttung. Damals war schon bekannt, dass es in weiten Teilen der Niedergrafschaft im Erdboden etwas Besonderes gab. Das sogenannte Raseneisenerz. Das ist diese dunkle Masse, große Steine, ziemlich porös, die bis zu 45% Eisen enthalten. Entstanden sind die durch die Moorbildung, das ist eine lange Geschichte, das würde uns jetzt zu weit führen, aber dieses Raseneisenerz, was zum Teil direkt unter der Grasnarbe lag, in großen und kleinen Klumpen, das konnte man abbauen, ja, wie man Kartoffeln aus dem Feld abgebaut hat, also mit der Forke oder mit der Spitzhacke rausholen. Und diese Klumpen konnte man verhütten, also schmelzen und das Eisen herausholen zur Roheisenverarbeitung. Und das war eine Idee, die das fürstliche Haus schon 1832 entwickelt hatte. Der Fürst hat sich dazu Partner gesucht aus Lingen, aus Dortmund und andere. Und die haben in Wiedmarschen, bei Wiedmarschen, die Alexis-Hütte aufgebaut. Alexis war der Sohn des damals regierenden Fürsten Ludwig zu Bentheim und Steinfurt. Der war damals allerdings erst 9 Jahre alt, aber insofern wurde er Namensgeber für die neue Industrieansiedlung. Wie gesagt, eine der ersten gewerblichen Industrieansiedlungen überhaupt in der Grafschaft. Heute ist dieses Grafschafter Eisenwerk, diese Alexis-Hütte, längst Geschichte. In vielen Teilen der Grafschaft weiß man lange nichts mehr davon. Hier, ich sitze hier in Wiedmarschen, aber auf einer sehr schön gestalteten Anlage, die aus diesen Raseneisenerzklumpen sehr schön aufgemauert worden ist. Und hier in Wiedmarschen finden wir von der Hütte schon lange nichts mehr und trotzdem sehr viele Orte und Namen, die an diese frühe Industrialisierung hier erinnern. Die gucken wir uns jetzt mal an. Auch diese gemauerte Säule hier besteht nicht aus Bentheimer Sandstein, sondern aus Klumpen von Raseneisenerz, die hier zu diesem schönen Hinweis aufgebaut worden sind. Und hier an der großen Mühle im Ortskern erinnert seit langer Zeit dieser fette Klumpen aus Raseneisenerz an die große Zeit der Eisenverhüttung in Wiedmarschen. Der ist sehr mit Moos überwuchert, typisch dafür, dass es sehr porös ist, aber der liegt hier schon einige Jahre. Ja, wo war sie denn nun, die Alexis-Hütte? Wo genau hat das Fürst zu Bentheimsche Eisenwerk gestanden? So ganz genau kann ich das nicht sagen, aber irgendwo hier muss es gewesen sein. Man weiß, dass es eine große Produktionsanlage war, die im Prinzip genauso war wie die großen Stahlwerke, die wir heute aus dem Ruhrgebiet kennen. Nur viel kleiner und es wurde eben kein Stahl erzeugt, sondern Roheisen, Gusseisen. Es erinnert heute hier nichts mehr daran, bis auf ein paar Straßennamen. In erster Linie natürlich an der Alexis-Hütte. An die ehemalige Abraumhalde der Hütte erinnert die Straße zum Schlackenbölt. Und gleich nebenan zweigt der Hüttenweg ab zur Eisenhütte. Direkt gegenüber haben wir den Erzweg. Ja, und wir haben die Pferdebahn. Ja, was hat eine Pferdebahn mit einer Eisenhütte zu tun? Nun, das hängt damit zusammen, dass es mit der Eisenhütte schon lange nicht mehr so gut lief. Und so hat man also, weil auch der Eisenpreis immer niedriger wurde, zunehmend Probleme gehabt, das Eisen zu verkaufen. Das lag auch daran, dass die Eisenhütte bei Wiedmarschen überhaupt keine gute Verkehrsanbindung hatte. Es gab keinen Kanal und es gab keine Eisenbahn. Während vergleichbare Einrichtungen, zum Beispiel im Emsland, direkt am Kanal lagen. Die konnten also viel wirtschaftlicher ihre Rohstoffe herantransportieren und ihre Fertigprodukte abtransportieren. Um das zu ändern, gab es einen letzten Versuch. Man hat von der Alexis-Hütte zum damaligen Staatsbahnbahnhof in Ellbergen im Emsland eine ungefähr 16 Kilometer lange Schmalspur-Pferdebahn gebaut.
Also mit Pferden wurden Frachtwagen mit dem Kalk, der aus Rheine kam, hingebracht zur Eisenerzhütte. Und dieses fertig geschmolzene Roheisen wurde zum Bahnhof Ellbergen zurückgebracht. Das war 1872 beschlossen worden. Knapp ein Jahr später war die Bahn fertig, aber lange gelaufen ist sie nicht. 1874 hat man endgültig die Hütte geschlossen. Die Erinnerung an diese längst vergangene Frühzeit der Eisenverarbeitung in der Grafschaft wird in Wiedmarschen heute wachgehalten. Hier auf dem Marktplatz mit diesen Gedenktafeln und diesen beiden Säulen hier, die gegossen sind aus dem Roheisen, das in der Alexishütte hergestellt worden ist. Das ist eigentlich ein sehr schönes Dokument, wo man eine Vorstellung bekommt, wie es mal ausgesehen haben könnte. Auf der anderen Seite haben wir noch ein paar Daten dazu. Und so kann man, wenn man möchte, in Wiedmarschen noch ein bisschen auf den Spuren der Eisenvergangenheit dieser Region wandeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass ihr diese Folge von Grafschaft to go angesehen habt. Während wir hier an neuen Folgen sitzen, klickt ihr euch doch gerne mal durch unsere alten Folgen, die findet ihr alle hier oben. Und gerne dürft ihr unseren Kanal abonnieren mit den Folgen, die alle schon gelaufen sind, und den findet ihr hier.